Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX und OpenTX Weekly. Und ja, diese Folge ist eigentlich so ein bisschen was für Flieger, sagen wir mal Drohnenpiloten oder auch Flächenflieger. Aber ich denke, es ist auch für Funktionsmodellbauer interessant, wobei ich unter dem Problem, was ich hier versuche zu beschreiben, eigentlich gar nicht leide, denn es geht um Audioausgabe auf dem Sender und ich persönlich benutze also sehr selten die Audioausgabe auf dem Sender, wenn überhaupt dann mit Kopfhörer oder zumindest mit einem Knopf im Ohr, dass das nicht über den ganzen Teich brüllt. Trotzdem, Folgendes hat sicherlich jeder schon mal erlebt auf einer, ja, es muss keine RadioMaster sein, das kann natürlich auch irgendeine andere OpenTX oder EdgeTX Fernsteuerung sein, die unterstützen ja im Allgemeinen alle Audioausgabe. Wir schalten den Sender ein oder wir selektieren ein neues Modell. Das simuliere ich einfach mal, indem ich hier ein sogenanntes Reload mache in dem Simulator. Das ist das gleiche wie ein Ausschalten und Einschalten bzw. ein neues Modell laden. Und dann wissen wir alle, was passiert. Willkommen bei EdgeTX. Schalter fehlpositioniert. Bitte prüfen. Genau, ich habe nämlich den Schalter SI in der falschen Position. Das habe ich in der Modellkonfiguration so festgelegt, dass ich mit SI nach oben oder von mir weg, sagen wir mal besser, auf dem Sender starten möchte. Und zwar ist das für die Flieger, das können sich die Schiffsmodellbauer vielleicht gar nicht erstmal so vorstellen, für die Flieger ist das wichtig. Stellt euch ein Modell mit Einziehfahrwerk, ja, und ihr habt mit SI, habt ihr den Schalter für das Einziehfahrwerk und das ist falsch positioniert, dann ist das Modell auf dem Bauch, wenn ihr dann den Sender einschaltet, weil das Servo für das Einziehfahrwerk natürlich das Einziehfahrwerk einzieht. Gut, also muss der Schalter SI in die richtige Position. Fahrwerk ausgefahren, Schülersignal verloren. Gut, das mit dem Schülersignal verloren, das hätte ich vorher noch abschalten sollen, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber wir bekommen natürlich den Text hier, Fahrwerk ausgefahren. Ja, warum bekommen wir den Text? Nun, das ist ganz einfach, weil ich in den Spezialfunktionen hier den Text ausgebe. Wir können ja auch die Zeile mal eben vollständig anzeigen. Ich habe hier die Funktion gewählt, sage Text und als Wert Gear Down, also Fahrwerk raus, und Repeat steht hier auf einmal, wird also genau einmal angesagt, wenn diese Funktion aktiviert wird. Ja, gut, also wenn man dann den Sender, das Modell dahinstellt und man schaltet den Sender ein oder man wechselt das Modell, dann soll natürlich das Fahrwerk ausgefahren sein, damit das Modell eben nicht auf dem Bauch liegt in diesem Moment. Das kann für Funktionsmodellbauer natürlich auch wichtig sein. Für Drohnenflieger ist das der Arm-Switch typischerweise, um die Rotoren freizugeben an der Drohne. Ja, und ich finde das besonders blöd eigentlich, wenn man diesen Text bekommt in Zusammenhang eben mit, ich mache es nochmal. Willkommen bei EdgeTX. Ja. Fahrwerk ausgefahren. Ich habe es ja jetzt ausgefahren. Ich fahre das Fahrwerk nochmal ein. Willkommen bei EdgeTX. Schalter fehlpositioniert. Bitte prüfen. Also wenn ich den Sender einschalte oder das Modell wechsle, kann eigentlich gar nichts passieren, weil ich hier ja gezwungen werde, den Schalter richtig zu positionieren. Also beim Einschalten oder beim Modellwechsel. Fahrwerk ausgefahren. Beim Einschalten oder beim Modellwechsel möchte ich eigentlich gar nicht, dass dieser Text kommt. Und da gibt es eine ganz kleine, schöne Funktion, die wahrscheinlich die wenigsten kennen. Dazu gehe ich nochmal in den Editor von der Spezialfunktion hier hinein. Und zwar betrifft es hier den Repeat. Ah, ich stelle gerade fest, das muss ich auch nochmal korrigieren, da steht ja noch Repeat, das ist ja gar nicht vollständig übersetzt. Ja, man entdeckt immer wieder Sachen, wo ich dann nochmal ran muss. Okay, das werde ich noch ändern, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht hier
um die Einstellung für das Repeat. Da steht jetzt einmal. Wer denkt, er könnte das nur erhöhen, diesen Wert von 1 auf 2? Fahrwerk ausgefahren. Fahrwerk ausgefahren. Als nächstes. Fahrwerk ausgefahren. Fahrwerk ausgefahren. Fahrwerk ausgefahren. Als nächstes käme nämlich das mit den Sekunden hier. Fahrwerk ausgefahren. Dann Fahrwerk wird der Text ausgefahren. Eine Sekunde lang Fahrwerk ausgegeben. Fahrwerk ausgefahren. Man kann ihn aber auch dekrementieren, also in die negative Richtung verändern. Und dann steht da auf einmal Ausrufezeichen einmal. Ja, und das mit den Ausrufezeichen, das ist ja immer so eine Besonderheit bei HTX oder OpenTX. Das bedeutet dann immer etwas Besonderes. Und hier ist es unklar, was das bedeuten soll. Normalerweise ist das Ausrufezeichen ja eine Negation. Das gilt beispielsweise für die Schalter. Wenn ich also sage, ich möchte eine Funktion aktivieren bei SE nach oben, dann ist es diese Position, oder bei SE in der Mitte oder bei SE unten. Ich kann aber auch sagen, ich möchte eine Funktion aktivieren bei SE nicht unten, und nicht unten wären dann diese beiden, Mitte oder oben. Also normalerweise ist das Ausrufezeichen eine Negation, aber hier ist es natürlich keine Negation. Was heißt nicht einmal? Ja, das kann alles Mögliche bedeuten, von unendlich bis zweimal oder nullmal. In diesem Fall bedeutet es tatsächlich, dass es normalerweise einmal ausgegeben wird, dieser Text, es sei denn, diese Funktion wird aktiviert beim Einschalten oder beim Modellwechsel. Und das ist das Interessante, wenn ich jetzt also nicht eins da stehen habe und ich schalte meinen Sender nochmal ein. Willkommen bei HTX. Dann kommt dieser Text offensichtlich nicht. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Wenn man viele solche Funktionen hat, bei den Fliegern ist das tatsächlich der Fall. Fahrwerk ausgefahren, Landeklappen 15 Grad oder Landeklappen 30 Grad oder Störklappen raus. Dann würden alle diese Texte sozusagen beim Einschalten oder beim Modellwechsel kommen. Das wäre sehr störend. Ich bin überzeugt, dass es bei den Funktionsmodellbauern auch solche Dinge gibt. Ich persönlich, wie gesagt, verwende das selten, aber ich bin drauf gestoßen worden, und das ist die Lösung dann dafür. Gut, das war es schon für diesen Quick-Tipp. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!